Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Jonas an. Dieser hat über Rich Dad Poor Dad geschrieben, welches er mit 5 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen. Du kommst deinen Rechnungen nicht hinterher oder möchtest einfach mehr von deinem Geld in Zukunft haben? Du hast dich auch schon immer gefragt, warum Reiche noch reicher werden und wie du das ausschaffst? Wenn du dich mit diesen Fragen schon einmal beschäftigt hast, geht es dir genauso wie mir und vielen anderen Menschen da draußen, die in diesen Hinsichten nicht mehr weiter wissen. Ihnen fehlt einfach das nötige Wissen über den richtigen Umgang mit Geld. Nein, keine Sorge, ich will dir hier nicht unterstellen, dass du nicht mit Geld umgehen kannst. Jedoch hat uns niemand in der Schule beigebracht, wie man wirklich mit Geld umgehen muss, damit man mehr davon hat. Damit meine ich ganz einfach, dass man nicht schon am Monatsanfang darum bangen muss, genug Geld für den Rest des Monats zu haben, vor lauter Rechnungen. Es wird anhand der Geschichte von Robert erklärt, warum viele Menschen falsch mit ihrem Geld umgehen. Robert hat nämlich einen reichen und einen armen Vater, die ihm beide etwas über Geld beibringen wollen. Doch fällt ihm auf, dass die Denkweise und der Umgang mit Geld bei beiden von Grund auf verschieden sind. Sein armer Vater ist ein hochgebildeter Mensch, muss aber trotzdem jeden Cent dreimal umdrehen, um seine Rechnungen bezahlen zu können. Sein reicher Vater hingegen arbeitet weniger und hat viel mehr Geld als sein armer Vater. Jetzt stellt sich für ihn natürlich die Frage, warum dies so ist. Außerdem werden viele Möglichkeiten aufgezeigt, wodurch es möglich ist, sich nebenbei noch ein Einkommen aufzubauen, was einen bis ans Lebensende bezahlen kann. Meine Rich Dad Poor Dad Buchempfehlung. Das Buch vermittelt sehr wichtige Erkenntnisse über den richtigen Umgang mit Geld, welche wirklich einfach und für jeden verständlich vermittelt werden. Für mich war dieses Buch eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Das Wissen ist sehr viel wert und man wird nie wieder den falschen Umgang mit Geld ausüben. Ganz einfach aus dem Grund, dass einem dadurch die Augen geöffnet werden, warum so viele Menschen immer knapp bei Kasse sind, obwohl sie viel arbeiten gehen. Außerdem wird einem logischerweise der richtige Umgang gelehrt, wodurch man einfach weiß, wie es falsch ist. Holt euch dieses Buch und euer Geldbeutel wird es euch danken. Ganz sicher, nicht ohne Grund ein Bestseller. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.